Dieses Video heute, das wird sehr viele Likes bekommen und das zu Recht. Und warum das so ist und warum ich heute eure Hilfe brauche, all das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Also, wenn du schon länger an diesem Kanal Teilhabe hast, ne? Also wenn du den schon länger abonniert hast, vielleicht schon ein paar Jahre, dann kann es sein, dass du dieses Video heute zweimal siehst, nämlich einmal hier auf dem ganz normalen Jens Rabe Kanal, aber vielleicht auch auf dem Optionsstrategien Kanal. Denn was viele hier gar nicht wissen, wir haben ja bereits seit 2011 einen Kanal hier auf YouTube und der heißt Optionsstrategien. So, und in diesem Optionsstrategien Kanal, den haben wir 2011 damals aufgelegt, weil wir im Jahr 2011 habe ich ein Buch veröffentlicht, ich blende das mal hier ein, ne? Optionsstrategien für die Praxis, und das ist nach wie vor eines der meistverkauften Bücher von einem deutschen Autor zum Thema Optionen. So, genug gelobt, jetzt worum soll es eigentlich gehen? Wir haben viele, viele Jahre ausschließlich auf YouTube Options-Content gemacht. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele, ein paar hundert, glaube 800 Videos oder so zum Thema Optionen veröffentlicht und sind dann vor einigen Jahren hier auf den Jens Rabe Kanal gegangen und haben da ja auch viel Aktien-Content gemacht und Optionen immer mal wieder so mit. Und wir haben aber gemerkt, dass es doch ganz, ganz viele gibt, die sagen, hey, Optionen, das ist super interessant, das ist super spannend, und auch bei uns in den Trainings gehören Optionen zu jedem Training dazu. Also egal, ob es um Aktien geht, ob es um ETFs geht, ob es um Futures geht, Rohstoffe, wir bauen das Thema Optionen immer mit ein. Und ich habe ja hier schon immer mal gefragt, entweder jetzt hier auf YouTube, aber auch jetzt zum Beispiel auf Instagram, hey, wollt ihr, dass wir diesen alten Kanal wieder beleben? So, und Terra, jetzt ist es soweit. Ab September beleben wir den Optionsstrategien-Kanal neu. Das heißt, wir werden ab sofort, ab September dann auch auf diesen Optionsstrategien-Kanal regelmäßig Content bringen, und zwar ausschließlich zum Thema Optionen. Wissen rund um Optionen, Dinge, die man im Optionshandel kennen sollte, und weil Optionen einfach eine super, super tolle Sache sind. Aber es gibt zwei Gründe, warum wir das machen. Zum einen, der eine Grund ist, weil wir Optionen einfach toll finden. Bei uns gehören Optionen zum täglichen Handel. Das ist bei uns Standard und jeder unserer Kunden lernt etwas über Optionen, wendet Optionen an. Und ich habe euch auch hier auf dem Jens Rabe Kanal den ein oder anderen Trade mal gezeigt. Viele unserer Kunden erzielen mittlerweile ein regelmäßiges Einkommen mit Hilfe von Optionen. Und deswegen wollen wir das Ganze natürlich auch noch mehr Menschen vorstellen. Wir wollen, dass ihr noch mehr versteht zum Thema Optionen, weil Optionen ist immer so ein bisschen, wird so ein bisschen kompliziert gesehen. Denken wir, oh, das ist was ganz, ganz Kompliziertes. Und dass dem nicht so ist, das werden wir euch mit den neuen Videos auf dem Optionsstrategien-Kanal zeigen. So, jetzt gibt es allerdings noch einen anderen Grund. Und das ist der, der mich in den letzten Jahren immer mal so ein bisschen gefuchst hat. Aber in letzter Zeit wird es so viel, dass ich sage, ich muss da mal was machen, weil als wir angefangen haben 2011, da gab es sehr, sehr wenig deutschsprachigen Content zum Thema Optionen. Und deswegen waren wir auch froh und deswegen konnten wir natürlich da auch einen gewissen Marktanteil gewinnen, weil wir einfach auf Deutsch sehr, sehr viele Dinge gemacht haben. So, jetzt hat sich das Gott sei Dank weiterentwickelt. Jetzt gibt es sehr viele Bücher auch darüber, auch in Deutsch sind sehr viele Bücher erschienen. Ich glaube, in den letzten 10 Jahren sind mehr Optionsbücher auf Deutsch erschienen als in den 30, 40 Jahren davor, was eine super tolle Entwicklung ist. Wir haben natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass sich das verbreitet hat im deutschsprachigen Raum. Jetzt ist leider allerdings auch eins passiert, nämlich, dass sehr, sehr viel Halbwissen jetzt da draußen ist. Und wir erleben es immer wieder, dass auch Kunden zu uns ins Training kommen, die sagen, ja, ich habe da schon mal was gelernt über Optionen. Und wenn wir uns dann eingehender mit ihnen beschäftigen, stellen wir fest, hey, da fehlt unglaublich viel Basiswissen. Ich will euch mal ein paar Beispiele geben. Da werden beispielsweise Strategien aus Amerika einfach so übernommen, sagen wir mal beispielsweise eine Wheel-Strategie, ohne dass man die deutschen Besonderheiten beachtet. Deutsche Besonderheiten, First In, First Out, steuerliche Behandlung und so weiter. Und dann wird das einfach, dann hat es irgendeiner mal kopiert aus Amerika und dann wird das hier so gemacht. Und dann hat das gar nicht so diese Relevanz, wie man es vielleicht gerne hätte, oder gar nicht so den Erfolg, wie es das beispielsweise hätte. Anderes Beispiel. Wir haben mal ein Wort erfunden, ne? Und zwar das heißt Short-Put-System. Ne? Das ist einfach der Verkauf nicht gedeckter Put-Optionen. Und wenn man das richtig macht, wenn man das wirklich sinnvoll macht,
dann ist das eine echt tolle Strategie, um Geld zu verdienen. Aber mittlerweile gibt es auch den einen oder anderen da draußen, der das lehrt, der das völlig aus dem Kontext gerissen hat und quasi seinen Kunden immer wieder sagt, hey, du musst einfach nur Optionen verkaufen und dann gibt es ein bisschen Mathematik dahinter und das war's. Aber in der Realität gehört eben viel, viel mehr dazu. Zum Beispiel, man muss eine Gesamtmarktbetrachtung machen. Wann macht man das? Wann macht man das aber auf gar keinen Fall? Also Ende 2021 bis Mitte 2022 war das eine katastrophale Strategie. Danach, gerade auch jetzt wieder über den Sommer, war das eine super Strategie. Aber das verstehen einfach viele nicht, ne? Und weil sie es eben nie so richtig gelernt haben oder weil sie es irgendwo billig kopiert haben und nachmachen. So, und das ist der dritte Punkt, der mich unglaublich nervt, dass es da draußen mittlerweile viele Leute gibt, die dir irgendwas erzählen wollen von regelmäßiges Einkommen oder ich verdiene mit Optionen so viel Geld. Und diese Leute, die saßen bei uns vor einem Jahr, auch bekannte, durchaus ein bisschen bekanntere Coaches und haben sich das allererste Mal was über Optionen bei uns angehört und erzählen da jetzt draußen rum, sie würden schon seit 10 Jahren Geld mit Optionen verdienen. Und die wussten vor einem Jahr noch nicht mal, wie man in der TWS eine Optionskette aufruft. So, und da sagen wir einfach, wir haben haben das Know-how sowohl in der Theorie als auch in der Praxis über viele, viele tausende eigengemachte Trades, über noch mehr, vielleicht zehntausende gemachte Trades von Kunden und wir können euch da was sagen, wie das wirklich funktioniert. So, und jetzt kommt der Punkt, wo ich eure Hilfe brauche, denn wir wollen natürlich diesen Content auf Optionsstrategien auf dem Kanal, den wollen wir natürlich so machen, dass er wirklich zu euch passt, dass er nicht irgendwie weltfremd ist, sondern dass ihr das Ganze anwenden könnt. Und deswegen meine Bitte jetzt an euch, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, welche Themen beim Optionshandel interessieren euch denn am meisten? Also wollt ihr was über Strategien lernen? Ne? Das ist übrigens auch so ein Punkt. Ne? Es gibt Leute immer noch da draußen, ihr seht es spät am Abend, aber es ist immer noch relativ warm. Es gibt Leute da draußen, die machen immer noch mega, mega komplizierte Optionsstrategien mit 4, 5 Beinen. Broker freut sich, aber im Endeffekt kommt da nichts rum. Also wollt ihr was über Strategien wissen? Wollt ihr was über Kennzahlen wissen? Wollt ihr was über Optionstheorie wissen? Was sind die Dinge, die euch wirklich interessieren? Wollt ihr, also was wir nicht machen werden, sagen, verkauf jetzt die Option oder kauf jetzt die Option, ne? Das machen wir nie, aber wir wollen euch ja die Basics, die Grundlagen beibringen. So. Und deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, was interessiert euch? Was interessiert euch zum Thema Optionen? Was wollt ihr wissen? Und im September geht es dann los. Das heißt also, ballert mir alles an Fragen rein, was euch so einfällt. Alle Themen, ihr könnt 5-mal kommentieren, ihr könnt ganzen Text darunter schreiben. Ne? Wir werden, mein Team und ich, wir werden das alles lesen und werden das dann entsprechend machen. Und wenn ihr jetzt hier im Jens Rabe-Kanal zuschaut, ich mache euch hier den Link mit rein für den Optionsstrategien-Kanal. Der hat, glaube ich, auch so 18.000, 19.000 Abonnenten, ich weiß gar nicht genau. Abonniert den auf jeden Fall mal, damit ihr da den Options-Content, der jetzt demnächst immer kommt, damit ihr den nicht verpasst. Okay? Also, ich freue mich sehr, so ein bisschen auch back to basics. Noch mehr Optionen, jetzt auch wieder noch mehr für euch. Und wir sehen uns dann also noch mal mehr. Und alle, die das hier eh schon blöd finden, ne? Sorry. Jetzt kommt noch mehr, jetzt seht ihr mich noch öfters, denn ich weiß ja immer, auch alle, die es hier blöd finden, ne, ihr abonniert den neuen Kanal ja auch. In diesem Sinne, danke, dass ihr hier dabei seid. Danke, dass ihr in dem neuen Kanal mit dabei wart, wieder seid, vielleicht jetzt neu dazukommt und ab September geht's da los.